Ja, moin Leute und willkommen zu diesem Video. Kleines Spontanes, wird auch ein bisschen chaotisch. Und zwar Lupo, wo man gucken kann, wenn hinten kein Waschwasser ankommt oder auch der Wischer ein bisschen streikt oder sonst was. Ich drehe die Kamera, dann geht's los. So, und zwar wer das Video gesehen hat, wo ich den Wischermotor getauscht habe, das wird ja im Video wird's ja ein bisschen, kriegt man es ja mit. Es hat nach Tausch des Motors hat's immer noch nicht funktioniert, da waren noch mehr Probleme. Ich habe mittlerweile den alten Motor auch noch geprüft. Der ist wirklich im Eimer. Aber es sind halt mehrere Probleme. Was direkt damit zusammenhing, dass hier hinten kein Waschwasser ankam. Ja. Auf jeden Fall ist oftmals eine Stelle schon, die es hier auch ist, wo ich dann doch noch ein bisschen mehr abdichten muss. Oder vielleicht doch nochmal dieses Schläuchlein, was bis ins Auto geht, neu mache. Aber wahrscheinlich eher nicht. Hier der Anschluss bricht. Der bricht einem auch gerne ab, wenn man, also bricht einen ab, wenn man mal den Wischermotor wechselt. So, dann läuft es einem hier rein. Dann kriegt man es mit, dass es meistens irgendwie hier rausläuft, also unten aus dem Auto rausläuft. Ja, dann nächste sehr wahrscheinliche Möglichkeit. Jetzt habe ich das hier immer noch nicht ordentlich gemacht. So, ist, dass hier in der Durchführung was nicht in Ordnung ist. Also, dass er da, weil das da ja immer hin und her bewegt wird, dass da was knickt. Auch da können auch gut die Kabel gerne mal kaputt gehen. Was aber auch hier der Fall auch nicht war. Hier müssen wir noch ein Stück weiter gehen und zwar ins Auto. Wir haben nämlich hier irgendwo hier hinter, das soll hier, da ist nämlich eine Verbindung. Einmal sind hier zwei Steckverbindungen. Die gerade offene ist auch eben für den Wischer. Und dann ist hier das schwarze, das ist nämlich die Waschwasserleitung, die hier auch eine Verbindungsstelle hat. Und die war in diesem Fall stumpf auseinandergezogen. Deswegen konnte ich so aber wieder zusammenstecken. Dann ging das schon wieder. Jetzt habe ich zur Sicherheit einfach mit ein bisschen hier Flauscheklebeband, Isolierband noch ein bisschen befestigt. Also undicht ist da überhaupt nichts, habe ich vorher geguckt. Aber einfach nur, dass es nicht wieder auseinanderziehen kann. Ich weiß nicht, wieso es überhaupt auseinanderziehen kann. Ja, Problem dabei ist jetzt, dass halt, da war so ein Schaumstoffzeugs drum. Das war total siffig. Dadurch, ich weiß nicht, ob man das, ja, ist hier auch die ganzen Kontakte, alles suppig. Da ist jetzt auch noch Macke. So wischt er normal. Aber der Kontakt für Wischer, wenn die, also für Waschwasser hinten, dass der Wischer dann wischt, hat nicht so wirklich Kontakt, so wie er soll. Und ja, ab und zu geht es, ab und zu nicht. Deswegen müssen wir da die Steckverbindung einfach mal neu machen. Und im Zuge machen wir die zweite auch neu. Ich weiß gerade nicht, habe mich noch nicht befasst. Das muss ja, geht hier runter. Das könnte fürs Rücklicht sein oder was. Keine Ahnung, ist mir auch in dem Moment egal. Ich mache es neu und fertig. Ja, wie ihr da rankommt, einmal die Seitenverkleidung. Könnt ihr ja sehen, die ist einfach nur geklippt. Hier aber da dran und da dran und da dran sehen könnt und auch da. Das reißt alles gerne von dem an der scheiß Presspappe oder was auch immer das sein soll ab. Die ganzen Halter, die klebt man dann wieder, muss man dann wieder ankleben. Ja. So, und dann kommt man dahin, indem man dann ist noch diese Verkleidung davor. Hier irgendwie ungefähr, ungefähr so. Da sind hier drei so Kunststoffniete, ja, diese hier, die rausziehen. Und dann sind hier zwei Schrauben. Dafür muss man die Verkleidung einfach hier oben anfassen und vorsichtig nach hinten ziehen. Das sind einfach nur so, ja, so solche, diese hier, die sind einfach nur hier in den, da in den Spalt gesteckt. Ja. In den Schlitz, ja. Und dann kann man die da vorsichtig wegfummeln und dann kommt man da ran. Also soweit zu den Fehlerquellen, zu den wahrscheinlichsten Fehlerquellen. Warum irgendwas beim Waschwasserwischer hinten eventuell nicht funktioniert, obwohl man schon andere Sachen geprüft hat. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video und ich wünsche mir immer viel Spaß beim Schrauben.